Willkommen zu unserem dritten Unboxing-Video und zwar es geht jetzt um Brom und zwar habe ich 250 Milliliter Brom, elementares Brom bestellt, das einzige flüssige Nichtmetall im Periodensystem. Und das werde ich jetzt auspacken. Ich habe das Brom als allerletztes genommen, weil ich das als am gefährlichsten einschätze. Und zwar an Schulen, das was, wo man am meisten und wo die schlimmsten Unfälle mit passieren, ist tatsächlich Brom. Und weil viele Lehrer damit nicht entsprechend umgehen können und meistens auch zu viel Angst vor gewissen Chemikalien haben. Man sollte mal Respekt haben vor den Stoffen, aber keine Angst. Man soll sich einfach auskennen und Fachwissen haben. Und dementsprechend packen wir das Brom jetzt nochmal aus. Wir haben es jetzt hier unterm Abzug gemacht. Ich mache auch gleich die Absaugeinrichtung hier an. Das heißt, da sind gleich leichte Störgeräusche da. Und jetzt machen wir das Ganze, zeige ich das mal eben in Nahaufnahme, wie das Brom hier verpackt ist. Auch hier sehen wir sehr viele Gefahrstoffsymbole. Wir haben den Totenkopf, wir haben das Umweltgefährden und wir haben, dass es stark ätzend ist. Und wenn ich jetzt mal hier das ein bisschen in die Kamera halte, sieht man, da steht wieder so viel drauf, dass ich die ganzen H&P-Sätze erstmal gar nicht einzeln erwähne. Man sollte wirklich nur wissen, sobald man das Zeug irgendwie auch nur annähernd in die Augen bekommt, hat man schwerste Verätzungen und muss auch gleich mit Blindheit rechnen. Sobald man das einatmet, liegt man auch meistens sofort im Krankenhaus. Und wie gesagt, das sind so die beiden Hauptgefahren, das einzuatmen und das irgendwie auf die Haut zu bekommen oder in die Augen zu bekommen. Und das muss man um jeden Preis vermeiden. Und zwar, wir werden jetzt erstmal die Dose hier öffnen. Das ist wieder so eine Dose mit so einem schönen Deckel hier oben. Die kriege ich nicht so leicht ab. Dementsprechend nehme ich mir hier so eine Zange zur Hilfe. Ich werde das Ganze jetzt hier mit so einem Spatel aufhebeln und nicht mehr mit dieser Zange, weil wenn ich hier mit zu stark daran reiße, kann es natürlich passieren, dass mir die Dose irgendwie doof umkippt. Dementsprechend werde ich das jetzt hier wie so eine Farbdose ganz vorsichtig hier mit dem Spatel aufhebeln. Da braucht man ein bisschen Geduld für. Jetzt kommt der Deckel schon. Und jetzt noch ein bisschen hier einmal dran ziehen. Ja, reicht noch nicht ganz. Jetzt haben wir es. Auch hier sehen wir jetzt wieder Vermiculit. Das ist so ein Stoff, der wie gesagt auch nicht nur Flüssigkeiten sehr gut absorbiert, sondern eben auch giftige Dämpfe. Das bindet sich darin relativ gut. Und hier sehen wir, da ist schon irgendwie sowas drin. Man kriegt es nicht raus. Ich brauche jetzt ein zweites Gefäß zur Hilfe. Ich schütte jetzt etwas von dem Vermiculit hier in das zweite Gefäß rein. Vorsichtig, selbst wenn mir die Flasche jetzt rausrutscht, wäre es nicht so schlimm, weil ich das hier stark dran halte. So, da kommt die Flasche schon ein bisschen. Und hier haben wir sie auch schon. Ich stelle sie jetzt mal hier direkt daneben, dass sie direkt wirklich sicher steht. So eine Flasche sollte man da möglichst wenig transportieren. Und zwar werde ich jetzt hier nochmal die Folie. Was schön ist hier, was man schon mal sieht, es ist kein Brom ausgetreten. Das ist hier wirklich vernünftig und ordentlich. Man merkt, es ist ja wirklich eine ganz ordentliche Menge hier. Das sind 250 Milliliter. Das ist jetzt nicht wenig. Wenn das runterfällt, dann kann man die Schule auf jeden Fall evakuieren. Das kann man aber auch schon bei 20 Millilitern Brom. Dementsprechend, ja. Das ist hier, wie gesagt, die Flasche. Ich mache sie wirklich noch einmal auf. Das mache ich jetzt ungern, aber dass ihr wirklich mal seht. Ich öffne die Flasche und es kommen sofort Bromdämpfe hier raus. Hier sieht man direkt, da kommen die Bromdämpfe über die Randung hier. Ich mache es mal sofort wieder zu. Der Abzug ist hier zum Glück an. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Viel Spaß bei den nächsten Videos und gib mir den Daumen nach oben.